Viele von euch schwanken zwischen dem Xiaomi Redmi Note 6 Pro und dem Redmi Note 8 Pro. Nach diesem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich beschränke mich auf die Merkmale der Produkte und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unter dem Video habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Geräten verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Design. In der Kategorie Design gewinnt das Redmi Note 8 Pro eindeutig mit 63:46 Punkten. Es sticht hier durch folgenden Vorteil heraus: Spritzwasserfestigkeit. Das Redmi Note 6 Pro hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 0,6 mm dünner, 3,4 mm kürzer und 8,8% geringeres Volumen. Bildschirm. Beim Punkt Bildschirm kommen beide Smartphones auf 56 Punkte. Das Redmi Note 6 Pro hat folgendes Merkmal vorzuweisen: 2% höhere Pixeldichte. Das Redmi Note 8 Pro ist in folgenden Punkten besser: 2,6% höhere Auflösung und 4,3% größere Bildschirmgröße. Leistung. Bei der Kategorie Leistung ist das Redmi Note 8 Pro mit 87:76 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 18,4% schnellerer Prozessortakt, 2 GB mehr Arbeitsspeicher, 192 GB mehr interner Speicher, 2 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 800 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit, nutzt HMP und 0.6 höhere Version von eMMC. Kameras. In der Kategorie Kameras ist das Redmi Note 8 Pro mit 67:48 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 4,5-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 5,3% größere Blende bei minimaler Brennweite, hat einen Blitz mit Dual-LEDs, hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor, BSI, unterstützt Videoaufnahmen in Zeitlupe, unterstützt Serienbilder, es speichert Fotos auch im Rohdatenformat, hat Touch-Autofokus, eine Blitz-LED mehr und verfügt über eine Zeitrafferfunktion. Das Redmi Note 6 Pro hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 25% mehr Megapixel der Frontkamera, hat eine Frontkamera mit zwei Linsen und hat einen vorderseitigen LED-Blitz. Audio. In der Kategorie Audio sind beide Smartphones ebenbürtig mit 62 Punkten. Es gibt hier keine größer abweichenden Spezifikationen. Akku. Beim Punkt Akku gewinnt das Redmi Note 8 Pro haarscharf mit 65:64 Punkten. Es glänzt hier mit folgendem Vorteil: 12,5% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. In der Kategorie Eigenschaften gewinnt das Redmi Note 8 Pro deutlich mit 82:76 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: unterstützt NFC, hat Typ C USB-Anschluss und unterstützt sofortige Markierung. Ergebnis. Mit 65 Punkten liegt das Xiaomi Redmi Note 8 Pro in der Gesamtwertung eindeutig vor dem Xiaomi Redmi Note 6 Pro mit 51 Punkten. In der Beschreibung unten habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Geräten verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Produkteigenschaften gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Falls euch eine Produkteigenschaft fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch gerne, für welches Handy ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.